Setzt die Kopfhörer auf und macht das Licht aus. Hier kommt Hell Sound. There is the ladder, da ist die Leiter. Wir haben das letzte Buch. Eli ist ganz knorke stolz auf uns. Jetzt sind wir oben. Ah, der Helm. Alles klar. Klaro. Klar wie Klabusterbären. Pfui! Klabusterbären. Ah, ja. Lamp is watching you. Die Lampe sieht alles. Hupsi. Hupsi, hupsi, hupsi. Gehen wir mal hier lang. Ach, hier hängt auch wieder eine Lampe. Ist ja klar. Schau. Ja, komm. Jetzt stellen wir uns mal... Jetzt stellen wir uns mal extrem blöd an. Ja, ja, ja. Moment. Ach, schön blöd angestellt. So. Jetzt wird das aber klappen. Und warum? Weil ich das so sage. So richtig. Na, komm her, mein Freund. Du bist nämlich extremely high important wichtig. Du bist nämlich so hässlich, dass ich dich unbedingt neben den Kamin legen muss, in der Hoffnung, dass du dort irgendwann verbrennst. Moment, geht gleich weiter. So, mein lieber Helm. Du kommst dahin. Ups. Da, 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 da. Warum ist denn die Tür hier eigentlich offen? Geht's hier jetzt rein? Nö. So, ein schönes Räumchen. Da geht ein bisschen die Tapete runter, aber das ist nicht schlimm. Wo ist der Schlüssel zu meinem Herzen? Es gibt keine eine kugelsichere Weste. Ah, mir fällt es gerade ein. Wir haben in dem Bereich vorher noch eine kugelsichere Weste liegen lassen. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben jetzt ja immerhin einen Anzug von 15. Hey, hey, turn the light off. Nö. Ey, da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Turn the light off. Ja, wie denn nur? Hier kaputt machen oder was? Es ist so hell. Ach, turn the light off heißt also, mach die Lampen kaputt. Du bist ein... Mach doch einen Lichtschalter rein. Ah gut, einen Lichtschalter könnte man im Notfall wieder anmachen, ne? Die haben ja extrem wenig Lichtschalter, muss man sagen. Und nu? Key found. Willst du mich rollen? Was ist das für ein Scheiß? Naja, gut. Nein, nein, nein! Scare Jump! Scare Jump! Kein Scare Jump? Okay, wir haben den Schlüssel. Geht zurück. Oh, jetzt habe ich mich vor dem hochfliegenden Stuhl erschrocken. Scare Jump, Scare Jump, ich erwarte dich. Achso, die geht ja nach innen auf. Alles cool. Okay, geht los. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, ich kriege jetzt voll den Schocker in die Larve, also hier so mitten in die Visage rein. Machen wir die Tür wieder zu. Okay, dann nehmen wir. Aber es kommt doch bestimmt gleich irgendwas. Es muss doch irgendwas kommen. Hier ist so viel Platz. Hier kommt bestimmt was. Ich gehe rüber zum Schrank. Ninja. Ninja. Hä? Was ist denn das? Was bist du? Alter. Alter. Okay, jetzt wird geballert. Alter. Ah, jetzt hab ich ihn ausgezogen. Hau ab. Da drüben geht's raus. Es geht gar nicht raus. Haben sie mich verkackt, Albert. Ich bin tot. Lululu, ich mag einfach so wie du. Falle und stirb. Falle und stirb. Ah, lalalala. Du kannst mich mal, du olle Kackspiel. Ich kann nichts sehen, schalala. Ich hätte gerne ein Medikit, schalala. Und plötzlich ist der Baume wieder gut gelaunt. Nee, ist er gar nicht. Mir pumpt die Pumpe. Achso, ja. Okay. Genau. Komm, mach einfach alles kaputt, was du irgendwo siehst. Damit du ja nicht die Lösung für irgendein Rätsel findest. Du bist so clever. Tati, tatü. Ich rede schon wieder von einer dritten Person von mir. Komm ich da jetzt hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich springe! Hey! Soll jetzt noch ein Stuhl drauf? Dreh den Stuhl rum. Dreh den Stuhl rum. Upsa. Hey. Ich kann nichts verstehen. W-
was will dem Spiel von mir? Ich habe nix Ahnung. Soll ich hoch? Soll ich bestimmt. Ich gehe mit dem Schrankaufzug nach oben. Nee, ich bin ja immer noch hier unten, schade. Eine Leiter oder sowas wäre irrefreundlich. Da oben ist ein Medischrank. Ey, jetzt. Ich stelle mich wieder an. Wie der letzte Horst. Wie der letzte Horst. Das tut mir übrigens leid. Das tut mir wirklich leid. Ich würde es gern machen, aber. Ich sag mal kurz, worauf ich eigentlich hinaus will. Es tut mir übrigens leid, dass ich mich in meinen Videos nicht mehr von euch verabschiede. Oder von dir. Ich will immer euch sagen, aber mir schaut ja in der Regel nur einer zu. Darum finde ich das persönlich auch, wenn man dich duzt. Ich weiß, ein blöder Trick, aber ich find's nett. Licht ist aus. So, ich find's ein bisschen doof, dass ich mich nicht mehr von dir verabschiede und auch nicht mehr Hallo sage, wenn die Aufnahme anfängt, sondern dass das so mittendrin startet. Aber da habe ich ja bei Prototype 2 immer einen Timer mitlaufen lassen. Nach 20 Minuten hat er dann geklingelt. Was mache ich hier überhaupt gerade? Und da wusste ich dann, jetzt ist es Zeit, die Aufnahme langsam mal zu beenden. Ich habe ja eh meistens länger die Folge als 20 Minuten laufen gehabt. Aber da konnte ich mich dann auch verabschieden. Habe einfach die Aufnahme beendet, gleich die nächste angefangen und wieder die Begrüßung vom Start gelassen. Das übliche Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hellsound, höllisch laut, bla. Ich bin der Baume und ich bin hier ganz allein. Allein, allein, allein. Ich hab Angst. So, sowas in der Art kann ich leider nicht machen. Will ich eigentlich nicht machen, denn das würde mir hier die Spannung nehmen, ja. Und außerdem würde ich, glaube ich, einen übelsten Koller kriegen, wenn hier alle 20 Minuten jedes Mal der Wecker losgeht. Es geht, nee. Wo ist dem Problem? Mach wieder ganz. Spiel ist kaputtski. Habe ich nix Garantie, weil ist Mod. Ist Mod? Die Mod ist dort. Mach auf! Ich will hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ich baue wieder nur Scheiße. Lalala, und das ist ein schönes Lied. Fiedeli. Ja, yeah, genau, wir machen Wheelie auf der Kiste. Boxsurfing nennt man das jetzt und es ist extrem tödlich. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Wusch. Ich stell die auch gerade total blöd hin und verschwende übelst Lampe. Geh mir näher auf den. On the balls. Don't going me on the balls. Because I hate it. My English is so good. That every English speaking person must have think that I am. That English is my mother language. Yes, that's right. English is my mother. Her language. Or maybe even not. I don't know. My name is der Baume. So, jetzt. Ich glaube, das ist auch der völlig falsche Trichter hier gerade. Wir brauchen doch auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, da bin ich mir ganz, ganz dolle fest sicher, da glaube ich mit Herz und Seele dran, dass wir diese Kiste brauchen. Sonst könnte ich sie ja auch kaputt hauen. Da wird bestimmt irgendwas Magisches rauskommen, wie eine Leiter. Also, ich muss da auch ganz bestimmt da hoch, weil da oben ist die Welt noch in Ordnung und hier unten ist alles doof. Aber der Stuhl reicht nun mal nicht aus. Ja, ne? Ich suche gerade nach einem passenden Filmtitel. Diarrhoe, der Stuhl ist nicht genug. Ja, irgendwie sowas. Ne, Diarrhoe 2, der Stuhl war nicht genug. Ich weiß nicht, wieso ich das tue. Ich will unbedingt ein Medikit haben, ich will unbedingt dort hochkommen. Kann ich den Wagen hier reinfahren? Nee, 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 nee. Kann ich nicht. Hier ist noch ein Stuhl. Und hier ist es auch irre hell. So. Wir bauen uns eine Leiter zum Himmel. Das muss doch irgendwie gehen. Ich bin. Hä? Ich bin gerade übelst rumgeslidet. Ey, oder soll ich hier. Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ehrlich gesagt. So, hier ist ein Loch. Und übelst viel Blut. Da ist ein Loch, da wollen wir hoch. Das geht ja anscheinend nicht ohne weiteres. Können wir da irgendwas runterschießen und eine Leiter lösen? Ey, hallo? Oder ist das Spiel jetzt hier zu Ende? Ist das zu Ende? Ich will da hoch, da oben ist doch was. Ich würde dann doch denken, dass die Mod mir schon sagt,
wann das Spiel zu Ende ist. Ich schätze mal, das ist jetzt Kapitel 2. Oder 3. Geh da hoch! Ey, ich bin doch nicht blöde, oder was? Hui! Stell den Stuhl hin! Stell den Stuhl hin! Stell den Stuhl hin! Stell ihn hin! Tu da nicht! Ja, hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Rätsel Around. I am the Riddle Master Baume und ich rätsle hier schon seit 7 Tagen und 7 Nächten. Ich habe in der Zeit nichts gegessen, war weder auf Toilette noch habe ich geschlafen. Darum fühle ich mich gerade echt super. Ey, das muss doch gehen. Ich werde hier noch bekloppt. 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 Na, wer kennt's? Wer kennt... Mann, Ometer, ist das hier wieder schön. Da sind wir dabei. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Eine Runde auf dem wackeligen Stuhl. Am besten macht man das gleich mit einem Strick um den Hals. Dann ist der Spielspaß für die ganze Familie, alle Bekannten und Verwandten besonders groß, weil die Spannung steigt und mit Spannung steigt die Spannung. Und ich bin schon so angespannt, das ist fast gar nicht mehr hinzukriegen. Das mit einem Seil zum Beispiel nachzuspannen. Hoch mit dir, du Affenkind, hoch! Ja, ja, was? Wie lieblich dieser Klang. Ah, guten Tag. Herr Doktor, ich habe ein Problem. Mein Arm schlägt unkontrolliert zu allen Seiten aus. Zombie Dude, du bist doch auch bestimmt ein Zombie Dude. Hey, mach mit. Werd ein Zombie-Dude. Unterschreibe noch heute und ruf an unter 0170 077 07 66670. Aha. Noch eine Axt. Können wir jetzt Dual-Wield machen hier. Eine links, eine rechts und dann geht der Lutz ab. Ein Abfluss. Okay, dürfen wir wieder mit Schrank-Express reisen? Aber was? Was? Wie jetzt? Hä? Eine Runde im Schrank gepennt oder was war das jetzt? Oder gab's jetzt einen Knockout und Tür zu und gut ist? Wir haben natürlich keine Pistole mehr und wir sind fast tot. Mach das Ding auf! Mach das Ding auf! Mach das Ding auf! Da ist auch ein Hebel dran, Junge! Ich drück doch eh! Ist abgeschlossen! Nein! Hier vielleicht im Schubfach irgendwas? Nein, wieso? Wieso? Wieso auch? Nein, der Baume braucht nichts. Der Baume ist super gut! Mit 23 Health wird's doch überhaupt erst interessant! Guten Tag! Oh, Neonröhren! Ich mag Neonröhren! Wo Neonröhren sind, können keine schlechten Menschen leben! Okay, die Tür geht nicht auf! Ich will da rein! Ja, jetzt geht's auf, okay. Entschuldigung, ich hab schon wieder randaliert. Was sind denn das für Ding? Okay, extrem laut. Was sind das für ein Zimmer? Geht's doch bestimmt gleich irgendwie. Schön. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ist klar, ist klar. Ich bin unterwegs und spaziere durch den Wald und ich bin gerade mal 12 Jahre alt. Ja, oh, jetzt eine Runde ins Bett legen, das ist genau das Richtige. Ich bin gerade so entspannt, da könnte ich gleich mal wegknuspern. Hier hören die Fliesen auf, da fahre ich bestimmt gleich runter. Nicht? Taschenlampe geht nix. Ah, endlich mal ein bekanntes Gesicht. Herr Satan, wie geht's Ihnen? Ah, da ist er schon wieder weg. Tja, der ist immer busy, busy, busy. Ah, wo sind wir denn hier? Ich guck mal nach hinten. Kuckuck. Ah. Uff. Genau, wenn du im Wasser bist, erstmal tief Luft holen. Immer wichtig. Ich will ins Licht. Wir müssen zum Licht. Wir müssen zum Licht. Mottenmann muss ins Licht. So, und nun? Und nu? Hä?
Ah! Man muss sich einfach mal umdrehen, ja? Und ist voll mal ist mitten im Cypher. Mottenmann muss ins Licht. Oder auch nicht. Kommt es jetzt näher? Ja, es kommt näher. Ich bin im Modden-Mode, ich bin im Modden-Mode. Da, ba, da, ba, ba, du. Ich bin im Modden-Mode, ich bin im Modden-Mode. Ba, da, ba, ba, hier ist nirgendwo Licht. Ich gehe wieder zurück zu dem anderen Licht. Denn ich weiß nicht, was ich machen soll. Modden-Mode. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Ist anscheinend der Raum zu Ende. Ah, da ist noch ein Licht. Weg dahin trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, wenn jetzt was passiert wäre, ich hätte so gebrüllt. Und alles wäre mit Kaffee voll gewesen. Das wäre echt lustig gewesen. What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? Hey, ein Pentagramm! Geil! Nimm mich mit! Pentagramm Express! Ah, wir sind in der Kiste! Schön! Genau das erwarte ich auch, wenn ich mit dem Pentagramm Express reise. Habe ich meine Pistole wieder? Nein, natürlich nicht. Ich habe noch ein bisschen Kaffee hier dran. Ah. Viel Lärm, aber für nichts. Ist ja gar nicht so gruselig. Hä? Was? Wie? War doch gerade eben noch da. Ich gehe da rein. Ich gehe da rein, denn ich bin der Baume und ich werde niemals schreien oder weinen. Ich hätte so gern mal ein Medkit. Das ist ja gar nicht zu glauben. Hä? Was ist denn hier? Da will ich nicht hin. Nö, nö, einfach nö. Nö. Yeah, wir sind voll der Vandalen. Einmal kurz aufladen, weiter geht's. Hey Bill, geht's mal langsam weiter. Blöder Spruch, aber der kommt immer wieder raus. So, ich hab keine Ahnung, wo es lang geht, ne? Ich höre so ein paar Trippel-Trappel-Schritte. Aber ich. Boah, ey, ist das laut, meine Fresse. Es ist echt laut. Ich glaube, ich mach's mal leiser. Opciones. Audio. Lautstärke im Spiel. Anwenden. Ist nicht wirklich besser geworden. Ah, guck mal, ein nettes Krabbelfiech-Dings. Na, du kleines Krabbelfiech-Dings. Darf ich dich mal hauen? Komm her, ich will dich hauen, denn wenn du tot bist, weiß ich, dass du mich nicht mehr töten kannst. Krabbelfiech-Dings? Wo bist du hin? Hahaha, du bist tot, du kannst mich nicht mehr töten. Ich hau lieber nochmal drauf. Das war doch bestimmt, das ist doch bestimmt eine Headcrab mit einem neuen Model. Ist aber cool. Coole Idee. Immer nach oben gucken in Lüftungsschächten, ganz wichtig. Da können sich überhaupt niemals irgendwas Schreckerhaftes verstecken. Schreckerhaft ist übrigens ein total toller deutscher Begriff. Auch total. Steht im Duden drin und hast du nicht gesehen. So, ach, oh, Mensch. Ja, siehst. Ich bin aber auch schreckhaft. Ich weiß es ja, ich bin ein kleines Schisserhäschen. Aber ich kämpfe mich durch. Und ich muss mal sagen, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Freund von Horrorspielen. Aber wenn man daraus dann später doch ein Video machen will, dann muss man sich einfach durchkämpfen, weil man will sich dann ja auch keine Blöße geben. Und ich denke mal, wenn ich dann irgendwann noch ein paar Horrorspiele gespielt habe, werde ich auch wieder ein bisschen mehr aushalten. Wo sind wir denn hier? Kuckuck, Käfig! Sind da drin? Oh, ein Schädel! Ich will auch einen haben! Meiner ist schon so alt und morsch. Der knackt immer. Ja, jetzt hat er gerade nicht geknackt. Och, Coolio! Meine Güte! Eine Kugel sich. Ich hab dich voll im Visier. Ich hab dich umgehauen. Du, mich, ich, dich. Das ist okay. Ah, guck mal, dem geht's nicht so gut. Na, hast schon ein bisschen dran rumgeknabbert, wa? Lebst du? Ich meine, nee, tust du nicht, aber. Hast du vor, von den Toten wieder zurückzukommen? Bestimmt nicht, wenn ich dich haue. Sondern erst später, wenn ich nicht mehr damit rechne, ne? So kenne ich dich. Du siehst aus wie ein Plüschtier, meine Gute. Spider-Man, Spider-Man. Okay, wir sind jetzt in der Box.
But we have to think outside the box. See? Huh? Noch ein X? Das X markiert den Schatz. Hallo, mein Schatz, ich schlage dich. Oh! Hier ist noch ein X. Weggeixt. Weggeixt. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Das ist die Beatbox. Die Axtenbeatbox. Scheiße, haben wir viel Munition. Verzeiht mir diesen Gewaltausdruck, aber scheiße, haben wir viel Munition. Ich will trotzdem noch ein Medikit. Da, la, 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 das wäre so schön. Und jetzt ab in die Psychoklapse. Nicht? Brauchen wir noch einen Schlüssel? Hallöchen. Ich glaube nicht, nein. Nein. Nein, das auch nicht. Nein, das auch nicht. Ich bin ein wenig überfragt, aber nur ein ganz kleines bisschen. Da krabbeln wir hier nochmal fix durch. Zombie, Dude, alles cool, ja? Ja, gut. Ist das ein Hammer? Hier, pass du drauf auf. Ich komme später und hol mir den wieder. Vielleicht, wenn nichts schief geht. Wenn du nicht mehr von mir hörst, dann ruf bitte nicht die Polizei. So, ich weiß nicht, wieso ich hier jetzt lang krabbel. Ich würde es einfach mal probiert haben. So, gut. Wir haben so viel Munition. Die darf ich da jetzt auch mal verballern, oder? Oder? Klar. Ne, klar. Klar darf ich die verballern. Wo ballern wir denn die mal hin? Ich sehe mein Fadenkreuz. Das ist zu hell. Moment, ich gucke mal kurz ein bisschen. Da ist ein Pixel. Ein weißer. Da ist... Wie sieht mein Fadenkreuz überhaupt aus? So sieht's aus. Lass uns ein. Jetzt haben wir es geschafft. Ey, Sniper-Baume. Wird gleich weitergeballert. Alter, ey. Ich bin der Baume und ich schieb Bullen ab. Ich sage, ich soll so stehen bleiben, doch das ist mir total piepenwurscht, yeah. Und ich beschütt mich mit Benzin, dann zünd ich mich an und jeder kann sehen, wie ich brennen kann. Denn ich bin ein Psychopath, ich bringe alle um, jeden Tag, jeden Tag. Hallo, lasst mich doch mal raus. Open the gate. Kaboom! Kaboom! Ihr seht gar nicht wie Zombies aus. Bin ich denn hier gelandet? Aber hört doch mal auf, auf mich zu schießen, wir können's doch alles. Echte Männer regeln, und zwar mit Fäusten. R nachladen, wird gemacht, Chefo. Hä? Das sagt er mir jetzt. Jetzt, ja? Und wenn's Magazin auch noch voll ist. Ja, ich lad mal die Axt nach. Moment. Oh. Geile Mucke, heute am Start. Ich hab die Axt in der Hand und dann geht's abwärts. Da, was ein geiler Freestyle, ja? Voll in der Situation. So. Aha, so sind wir wieder hier unten. Ja, ist klar, ne? Ja, gerne. Gerne in der Kanaille rumklettern. Das ist super. Find ich richtig toll. Das macht mir so einen Spaß. Knietief in der Scheiße. Ich bin's ja. Okay, ich gehe ja schon wieder. Ein freundliches Bitte nicht stören hätte auch gereicht. Oder hängt das nächste Mal eine Socke an die Tür oder so. Ah, eine Kiste. Hallo, meine Kiste. Ich liebe dich. Die anderen finden mich alle zu klein. Hallo. Hallo, der Baume ist da. Guten Tag. Hallo, da oben ist bestimmt noch ein Secret. Ein Secret. Ja, da kommt
Der Portal, pass auf die Kiste durch, Geist durch. Pass auf die Kiste durch. Pass auf die Kiste auf. Das hier ist jetzt mein Weighted Companion Cube. Den gebe ich nicht mehr her. Ich will dort hoch. Ich will dort hoch. Ich will dort hoch. Ich darf dort anscheinend nicht hoch. Dann krabbel ich eben drunter durch. Ich mache hier nur Scheiße. Scheißdreck. Kommt man da nicht hoch? Die Decke ist so niedrig, ne? Okay, dann kommt man da halt eben nicht hoch. Also ich als, ich als Level... Jetzt kommen wir nicht mehr ran. Ich bin eine Scheißwurst. Ich bin eine Scheißwurst. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für dieses Mal. Das war Hellsound Dreams. Ich bin der Baume und ich sag auf Wiedersehen. Und ciao, ciao.